viel Spaß, Rena. Ich wäre auch gerne in die Bibliothek mitgekommen, aber ich mach was mit Masuda. Da muss man vor diesem Räucherstäbchen und Klangschallquatsch wegkommen. Nee, nicht im Zimmer, bin draußen. Schulgarten. Nein, ich bring keinen Missgestank mehr nach oben mit, versprochen. Oh nein! Nein, 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 nein! Ihr arm, arm Dämchen. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen hier mit meiner Maus. Bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Hey, auch ein Bonbon? Klar. Die grünen schmecken nach Popel, die blauen nach Tränen und die braunen, den Rest muss ich dir wohl nicht erklären. Okay. Und, wie geht's dir, Sohn und Maxi? Gut, wir haben jetzt schon das zweite Kartenstück. Und du so? Bist du schon allein weitergekommen? Alles klar bei dir? Ich muss jetzt los. Warte, wir drei können doch immer noch ein Team werden. Wie die drei Muskeltiere. Weißt du eigentlich, dass diese Buchreihe historisch extremst inkorrekt ist? Zur damaligen Zeit haben die Musketiere nicht mit Degen gekämpft, sondern sie haben Musketen benutzt, wie der Name sagt. Aber zumindest haben sie zusammengehalten und waren dadurch erfolgreich. Ich werde Maxi nicht helfen, sondern das Richtige tun. Und im Übrigen komme ich sehr gut alleine zurecht. Vielen Dank. Sag Maxi, dass ich euch so weit voraus bin, dass ihr nur noch meine Fußstapfen vorfinden werdet. Okay, wenn du meinst. Meine ich. Und du kannst ihr ruhig weiter hinterher tackeln. Vielleicht ist es besser, dass du allein bist, denn ich habe überhaupt keine Lust, mit einem so unfreundlichen Menschen wie dir zusammenzuarbeiten. Na, ist dir aufgefallen, dass sich Wäsche nicht von allein trocknet? Der Korb steht doch schon seit gestern im Keller. Hi. Kannst du Annika bitte sagen, dass ich die Wäscheklammern brauche? Sie steht doch direkt hier. Und kannst du Nesrin vielleicht sagen, dass sie die Klammern erst bekommt, wenn ich mit meinen Teilen fertig bin? Hast du es gehört oder soll ich sie noch mal sagen? Kannst du sie bitte auch fragen, warum sie die Klammern für sich behält, aber alles andere am Einstein verbreitet? Wie ihre neuesten Gerüchte. Hey. Hey. Kommst du mit zum Basketball? Leon und die anderen abziehen. Klar. Die Wäsche trocknet ja von selbst. Cool. Ich sag jetzt einfach mal nichts. War Chiara wieder hier? Nee. Ich glaube, du brauchst mal einen Tapetenwechsel. Ich habe die Idee. Wir machen ein paar Videos für den Express. BFF-Tipps für die, die gerade Beef in ihrer Freundschaft haben. Nee, sorry. Dank Chiara performe ich momentan in der Schule mega stabil. Da muss ich dranbleiben. Shit. Shit. Alles gut? Oh nein, ich muss heute noch den Geschichtsaufsatz abgeben. Kannst du kurz gehen und die Tür bitte hinter dir schließen? Zeigen Sie Ihr Wahrnehmungsvermögen, indem Sie in diesem Bild den Hasen finden. Können wir noch mal über deine Schwester reden?
Sorry, ich löse hier gerade eine unmögliche Aufgabe. Ich spüre so komische Schwingungen, weil du sagst, Ellie ist fake, aber sie sagt, dass sie unschuldig ist. So ein Quatsch. Hm? Niemand findet in diesem Bild einen Hasen. Doch, hier, schau. Da läuft er, also seine Umrisse. Das war Zufall, oder? Ich habe gespürt, dass er sich im Baum versteckt. Ich glaube, ich will noch mal mit Ellie reden. Aber erwarte kein geistreiches Gespräch. Da war wirklich kein Trick dabei? Ich muss diese schlechten Schwingungen aus der Welt schaffen. Sorry, ich muss was klären. Habe ich dich zu Unrecht beschuldigt oder hast du den Pflanzen wirklich wehgetan? Das würdest du doch am liebsten rumerzählen, oder? Wie fies ich bin, damit Masuda und die anderen auf deiner Seite sind. Was? Nein, und was für Seiten überhaupt? Ich will keinen Streit. Ich will nur, dass wir alle befreundet sind. Okay, sorry. Glaube ich dir nicht. Was habe ich dir überhaupt getan? Was du mir getan hast? Du kommst zurück ans Einstein und bam, alles soll sich nur noch um dich drehen. Chiara hier, Chiara da, Schulgarten, bla bla. Du machst dich überall breit und versuchst mir meine Freundinnen wegzunehmen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Brauch nicht so geschockt gucken. Du wirst mir niemanden wegschnappen, selbst wenn ich dafür dein dämlichen Schulgarten mit Mist zuschütten muss. Herr Tech, Entschuldigung. Also, mein Orgasystem hat noch ein paar Lücken. Ich habe leider erst zu spät gecheckt, dass ich einen Aussatz zur Berliner Mauer schon morgen abgeben muss. Und? Das bedeutet was? Aufschub? Wird auf keinen Fall gewährt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ab heute kriege ich keinen smarten Text mehr hin. Und ich bin auch noch übelst busy mit Bio. Die Geschichte hat gezeigt, dass an einem Tag sehr viel möglich ist. Zum Beispiel kann eine Mauer fallen, die eine Nation fast 30 Jahre getrennt hat. Stichwort 9. November 89. Aber ich will nicht spoilern. Oh, da. Sie spoilern mehr. Haben Sie noch ein paar Stichwörter für den Aufsatz? Ist ein netter Versuch. Du entschuldigst mich? Nein, tu ich nicht. Ich gratuliere. Ich habe soeben beschlossen, dich in mein Team zu holen. Eine gute Schatzsuche braucht mehrere Kompetenzen. Ein Logikgenie und eine Outside-the-Box-Denkerin, die intuitiv Dinge sieht. So wie du. Danke. Aber worum geht's genau? Ich erkläre dir alles, sobald wir loslegen. Tut mir leid, aber gerade passt nicht so. Die ganze Sache mit Ellie, das färbt meine Aura total dunkel. Fast schon schwarz. Hat sie zugegeben, dass sie den Schulgarten vollgemistet hat? Du musst echt wütend auf sie sein. Nein, ich bin nicht wütend. Das bringt nur schlechte Energie und Regenwolken. Wut ist wichtig und sie muss raus. Willst du Ellie nicht anschreien, beschimpfen oder ihrem Schlaf eine Affenfratze ins Gesicht malen? Nein, ich möchte nur meine innere Balance finden. Auf meine Art. Hi. Hi. Durst? Klar. Also, ich mag ja Wasser. Aha. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich's lieb. Okay. Soll ich dir die Flasche über den Kopf kippen? Geht es dir auch so? Bei einer Sache oder einer Person? Fängst du jetzt wieder damit an? Womit? Mit dem Gerücht, dass ich auf Simon stehe. Also, hast du keine Gefühle für ihn? Weiß ich nicht. Ist das so wichtig? Klar, ich muss es wissen. Also, du. Du musst es wissen. Fragst du dich nicht, warum du so viel Zeit mit ihm verbringst? Ist halt cool mit ihm. Und das hat nicht mehr zu bedeuten? Keine Ahnung. Wenn du willst, können wir einen Test machen, um herauszufinden, ob du verliebt bist. Einen was?
Warte ganz kurz. So, der bist du verliebt-Test. Kann losgehen. Auf einer Skala 1 bis 10. Wie oft denkst du an Simon? 3, 4? 5. Nein, 4. Ganz sicher 4. Wie fühlt es sich an, wenn er mit einer anderen Person mehr Zeit verbringt als mit dir? Wieder 3, 4? Keine Ahnung. Ja, mach wieder 4. Ja oder nein? Würdest du Simon den letzten Schluck Bubble Tea geben? Würdest du ihn auf eine einsame Insel mitnehmen? Für wie lange? Weiß ich nicht. Würdest du ihn deinen Eltern vorstellen? Nee, niemals. Würdest du ein Foto von ihnen als Bildschirmhintergrund benutzen? Vielleicht. Gut, das war's. Hä? Es lädt. Deine Gefühle sind noch unklar. Unsere Empfehlung? Date deinen potenziellen Schwarm. Ich soll Simon auf ein Date einladen? Mal gucken. Oh! Geht das? Sehr aufmerksam. Danke. Ziehen Sie gerade aus? Nein, ich bringe die Sachen ins Gästezimmer. Ist nicht heute Ihr letzter Tag? Schon wieder da. Ja, Schiller meldet sich zurück zum Dienst. Danke nochmal für die Vertretung während meiner Fortbildung. Das hat auch alles super geklappt. Ja. Ach, bedanken können Sie später. Ich bin noch eine Weile hier. Hab ich was verpasst? Bei uns zu Hause gab es eine Katastrophe. Wasserrohrbruch. Oh. Ich kann doch erstmal hier unterkommen, oder? Das geht doch klar. Ja, sicher, den Platz haben wir Danke. Ja. Der Schaden zu Hause ist wirklich sehr groß. Mein Aufenthalt könnte hier noch eine Weile dauern. Alles in Ordnung bei dir? Total. Ich bin da wieder zu meiner inneren Balance. Schau, Wellenlachen. Willst du auch mal ausprobieren? Danke. Mir ist mehr nach kritisch zuschauen. Kennst du schon die Lachblüte? Die Blüten im Garten haben nicht mehr so viel zu lachen. Ich lasse keine negativen Gedanken zu. Also darf Ellie dich einfach behandeln, wie sie will, und du lachst es einfach weg bis zur Erschöpfung? Warum willst du mich unbedingt wütend auf Ellie machen? Warum kümmert dich das Ganze überhaupt? Weil es mich stört, wie fies sie zu dir war, obwohl du immer so nett bist. Ist das nicht scheiße ungerecht? Ich an deiner Stelle würde richtig austicken. Aber mach ruhig weiter, wenn du das alles so lustig findest. Jetzt ein Dreier. Bam. Cooler Wurf. Aber willst du mal sehen, wie das die Profis machen? Das war doch Pro-mäßig. Okay. Also willst du keine Tickets für die Erfurter Tiger haben? Warte mal. Schade, kriegt sie jemand anders. Du hast wirklich Karten für heute Abend? Ich kenne jemanden und die kennt jemanden. Und jedenfalls habe ich 2 Tickets. Ey, wie krass bist du denn? Also, ich dachte, falls du heute nichts vorhast, dann... Danke, danke. Du bist die Beste. Masuda? Masuda? Hm? Hat sich dir keinen Aufschub gegeben? Nee, egal. Bis morgen schaffe ich eh keinen neuen Aufsatz. Mist. Hast du mitbekommen, was gerade bei ihm abgeht? Hä? Herr Zech zieht jetzt so richtig ins Gästezimmer, wegen eines Wasserrohrbruchs. Als ob. Wetten, daraus können wir eine krasse Story für den Express schreiben.
Wir können uns in dein Zimmer schleichen und investigativ Sachen herausfinden. Da hat er all seinen wichtigen Kram. Ja, oder? Ja? Bin dabei. Deal. Echt? Klar. Let's go. Tipp 1. Zeige Interesse an deinem Gegenüber. Und wie üben wir das jetzt? Du tust so, als wärst du Simon und dann zeigst du Interesse an mir. Hey, ich bin Simon. Und ich kann super Basketball spielen. Nesrin, wie war dein Tag? Ganz gut. Das war jetzt aber Marlon. Marlon, das ist doch dieser super coole vom Nexpress. Ja, aber ein super schlechter Basketballspieler. Was kommt jetzt? Komplimente. Nesrin, du riechst heute viel weniger nach Schweiß als sonst. Simon, du hast heute weniger fettige Haare als gestern. Und ich habe mir heute extra nicht für dich die Füße gewaschen. Und ich habe mir extra die Zähne nicht geputzt. Und jetzt? Und wenn du lachst, schlägt mein Herz immer schneller. Danke. Simon. Ich glaube, wir haben genug geübt. Meine Aura ist viel heller. Und diese Schwingungen sind fast weg, seitdem ich dieses Gefühl rausgeschrien habe. Du meinst die Wut? Hast du die wirklich mit einem Schrei rausbekommen? Ich glaube schon. Möchtest du vielleicht nachhelfen und Ellie mal so richtig beleidigen? Komm schon, es hilft mir auch immer. Aber nicht direkt. Na, dann indirekt. Okay. Ellie ist eine total komische Person. Wow. Ernsthaft? Sorry, ich kann das einfach nicht. Daran können wir arbeiten. Wenn du willst. Danke, dass du heute nett zu mir warst. Das ist verdient. Du bist schließlich eine der wenigen interessanten Persönlichkeiten am Einstein. Neben. Ach ja, was war das für eine Schatzsuche, über die du mit mir sprechen wolltest? Das ist nicht nur ein großes Familienepos, sondern der Roman spiegelt auch sehr gut die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Russland Anfang des 19. Jahrhunderts wieder. Es sind 2000 Seiten, ja, aber sie lesen sich leicht. 2000 Seiten? Ja. Und da brauche ich ja 3 Urlaube dafür. Ach. Reinschnuppern lohnt sich. Ich kann Ihnen gerne meine Ausgabe leihen. Ich bin gleich wieder da. Herr Zech, ich habe eine Frage. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Einen Stock. Frage irgendeine Relevanz oder alberst du hier nur? Doch, auf jeden. Ich habe eine voll relevante Frage. Also, was versteht man unter einer Turbine? Gar nichts. Ist nämlich viel zu laut. Ja. Kommen Sie, da war nicht so schlecht. Ja, mich hat es innerlich auch zerrissen. Ja? Ich kann das nur nicht so zeigen. Ich hole Ihnen jetzt das Buch. Hm? Herr Zech? Schnell, Herr Zech wollte eigentlich noch kommen. Hast du alles? Ja, wo ist Herr Zech jetzt? Ich habe ihm gerade gesagt, dass seine Frau im Auto wartet. Dann ist er schon weggelaufen. Hey, ich wollte dir das Geld für die Tickets geben.
Quatsch, ich lade dich ein. Echt? Boah, du bist echt die Beste. True. Aber Leons Karte zahlen wir trotzdem. Hä? Leons Karte? Du hast doch zwei. Danke nochmal. Hammer, dass du das klar gemacht hast. Dann lernst du endlich mal, wie eine richtige Wurftechnik funktioniert. Ja, stimmt. Klar, ich hab ja zwei Karten. Du bist auch eingeladen. Danke. Aber ich dachte, du und... Nee, ich will kein Geld dafür. Hab's ja selbst geschenkt bekommen. Alles gut. Ihr seid die größeren Fans. Ich guck das Spiel online an und geh mit dem Team mit. Go, Erfurt, go! Echt cool, dass du das Team so supportest. Wir bringen dir was mit. Auf jeden Fall. Nice, viel Spaß. Darum bitte ich dich, mir zu verzeihen. Gemeinsam sollten wir einen Kompromiss suchen, liebste Margarete. Gezeichnet, dein dich liebender Heiner. PS, dennoch sollten wir nicht unterschlagen, dass ich größtenteils recht hatte. Das ist ja mal eine solide Entschuldigung. Dann wohnt er tatsächlich hier, weil er einen großen Streit mit seiner Frau hatte. Traurig, oder? Ja, super traurig. Da können wir keine gute Story draus machen. Oder erst, wenn es ein Happy End gibt. Hier hast du ein Happy End. Das sind die Keywords für den Geschichtsaufsatz. Was? Tatsächlich ist oldschool. Der versteckt das in seinen Ordnern. Und jetzt kann ich mit deinem KI den perfekten Aufsatz schreiben lassen. Du hast nur für den Aufsatz bei unserer Aktion mitgemacht? Und um dir den Brief zu besorgen. Win-win. Du checkst es nicht, oder? Was? Ich wollte nur eine gute Zeit mit dir verbringen. Mehr nicht. Die hatten wir doch. Ja, war mega. Viel Spaß bei deinem Schummelaufsatz. Die armen Spielzeuge liegen seit Jahren in der kalten Erde und niemand spielt mit ihnen. Kann man so sagen. Die armen BesitzerInnen. Vielleicht mussten die ja dann ganz schnell erwachsen werden. Mhm. Ich spüre, dass das Universum will, dass wir sie finden. Mhm. Das Universum will mich aber nicht... anlassen. Vielleicht versuchst du es mal nicht alleine, sondern in der Gemeinschaft. Du meinst, wir sollen da als Modul hingehen? Ins Stasi-Unterlagenarchiv? Ja, klar. Wir gehen da hin unter dem Vorwand einer Exkursion. Weil die Schule das so will. Und warum will sie das? Weil wir eine Projektwoche zum Thema DDR haben. Und dazu gehören besondere Ausflüge. Und warum gehören Sie dazu? Weil wir Sie vorschlagen werden. Hi. Danke. Simon ist ein richtiger Dulli. Ich wollte ihn einmal interviewen für den Express. Und er ist einfach nicht aufgetaucht. Er hat gesagt, er hat's vergessen. Er ist nicht so der verlässliche Typ. Irgendwie ist es gar nicht schlimm, dass ich kein Date mit Simon hatte. Ich bin gar nicht traurig oder so. Herzklopfen, schwitzige Hände und das alles, das kenne ich nur vom Training. Und was heißt das? Ich glaube nicht, dass ich verliebt bin. Wie schade. Aber irgendwie frage ich mich, wie es ist, verknallt zu sein. Meinst du, es ist ein cooles Gefühl? Mhm. Ist es.